Wie fährt denn der Politiker, Alter? Ich weiß es nicht. Moin, Leute! Oberkommissar Pidissel meldet sich zurück zum Dienst. Und am heutigen Tag habe ich einen neuen Mitarbeiter. Und zwar Oberkommissar Schmierhose Beniel. Hallo, meine Freunde. Denn beim letzten Mal gab es ja eine dicke, fette Drogenrazzia. Und wir müssen hier scheinbar mit der smarten Maid ein bisschen talken. Ja, hallo! Zack. Gut, dass Sie kommen. Ja. Ein wichtiger Politiker muss dringend zu einer Sitzung. Oh, oh. Da ist etwas schiefgelaufen, daher drängt es so. Ja. Da es einige Drohungen gegen diesen Politiker gab, braucht er einen Polizeikonvoi. Und da kommen Sie ins Spiel. Okay. Fahren Sie bitte so schnell wie möglich zum Treffpunkt und nehmen Ihren Platz im Konvoi ein. Und sehen Sie zu, dass alles glatt läuft. Alles andere wäre eine PR-Katastrophe. Eine PR? Hast du gehört, Manuel? Nehmen Sie den zivilen Einsatzwagen, damit der Konvoi nicht so auffällt. Sie können sich auf uns verlassen. Ja, auf uns. Wir nehmen den Auftrag definitiv an. Und ich weiß nicht, warum hier die ganze Zeit so eine komische Hintergrundmusik ist. Eigentlich sollte die gar nicht da sein. Jetzt ist sie weg. Oh. Du weißt ja gar nicht, warum ich hier zugeteilt wurde, oder? Weiß nicht. Ja, was passiert? Wir müssen mein Kind beschützen. Der Politiker ist mein Sohn. Ja, du lachst. Wir werden gleich mal gucken, wie alt dieser Politiker letztlich ist. Und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, Alter. Dann haben wir tatsächlich sein wahres Alter erreicht. Und guck dir mal den Typen hier an. Der hat so einen roten Pullover, der so ein bisschen deinem ähnelt. Bloß eine andere Farbe. Kannst du kurz einfärben, bitte? Nein, ich weiß nicht, wie das geht. Ich glaube, das geht auch gar nicht mehr. Man konnte sich am Anfang so einen Typen erstellen. Und wir müssen jetzt mit Willi... Ah, nee, warte, jetzt bist du Willi für den heutigen Tag. Hat die Tür dich gerade weggeschoben? Ja, das ist immer, dieses Spiel ist absolut verbuggt. Manchmal hat man auch nur so 2 Frames. Da, das ist Willi, das bist du am heutigen Tag. Weil das ist passt das doch mit dem Politiker. Ja, ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay, okay, erreiche den Zielort. Wir steigen in den Wagen ein. Mit den besten Animationen, die Welt jemals gesehen hat. Wir müssen uns beeilen. Was passiert denn, wenn das abläuft? Ist er tot? Ja, dann ist die Mission gescheitert. Aber es sind nur 6,4 Kilometer. Das kriegen wir alles hin, Schlingel. Ich merke schon, du fährst wieder ein bisschen so wie beim Fanbus-Simulator. Ja, ich höre dich gerade kaum. Oh Gott! Weil der Motor... Oh Gott, der Motorensound. Oh, 85%. Du fährst wie beim Fernbus-Simulator. Ja, dafür kann ich ja nichts. Die Steuerung ist scheiße. Ich wollte dich gerade loben. Ja, ich höre dich nicht. Die Sounds sind so laut. Du musst schreien. Hallo? Ich wollte dich gerade loben. Und dann machst du das. Ja, was denn? Ich komme doch hier super durch den Verkehr durch. Ja, oh Gott! Oh Gott! Mal links dran vorbei, dräng den weg von der Straße. Ja, ich kann mal Licht anmachen und so. Alter. Alter, pass auf! Oh. Ja, ich habe jetzt hier Licht angemacht. Zack, Alter. Ah. Jetzt sind wir oben. Hallo! Ja, da bist du! Hallo! Ja, hallo! Oh Gott. 75%, was machst du? Ja, das... Okay, wir sind gleich da. Endlich, mein Kind. Nach 30 Jahren sehen wir uns wieder. Was? Ey, endlich, mein Kind. Nach 30 Jahren sehe ich es wieder. Ja, ist schön. Ich mag auch Erdbeeren. Hallo? Ja? Sind wir da? Naja, noch nicht. Wir müssen einmal wenden. Ich muss auf Toilette. Ja, warte. Ich muss hier irgendwo drehen. Wo muss ich denn hier drehen? Ich sehe es kommen, ey. Du wirst gleich immer reinbrettern. Nein! 240 km/h? Ja, ich bin sehr schnell. Oh nein. Oh. Ist auch manchmal Sprungschanzen auf der Autobahn. Ja. Oh, warte. Hier muss ich jetzt rechts. Oh Gott. Alles gut. Mann, dass du wegkommst! Kannst du hupen? Aber bestimmt. Wow. 50. Hallo, 50 fahren. Ja, ich hab Blaulicht. Ich darf so schnell fahren, wie Alter, ich will. Alter, Palette, du fährst 180. Hui. Das sind Kinder. Ja, durch die Wiese, genau. Ja, hier der kann ich nicht Start. Hoch. Ich muss kurz also, drehen. Was soll das? Ich habe auch nur noch 4 Minuten Zeit, Alter. Oh. Dafür zahlen wir Steuern. Ja, was denn? Du zahlst gar keine Steuern. Hinterzieh? Ja, du bist so ein Steuerfahnder. Niemand zahlt Steuern. Weil ich komme aus Ecuador. Hoi, jetzt sind wir wieder in der Ego-Perspektive. Guck mich mal an. Guck mal das, Willi. Hallo. 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 Wie geht's dir? Ja, spitze. Guck ich mal nach vorne. Vor allem ich, so bei 240 gucke ich einfach so schön nach rechts, ey. So, jetzt mal kurz hier vor... Das alles nur für irgendeinen Politiker, Alter. Alter, für mein Kind. Aus! 75! Alter, 75, ernsthaft? Bitte, da ist noch einer reingefahren hinten. Dann hätte ich ein Problem gehabt. Aber nur noch 500 Meter! Wir sind gleich da. Oh, oh. Ey, du willst es doch.
Fahren wir den Berg rechts hoch. Nein. Wir fahren da jetzt ganz easy going in die Kolonne. Da ist er. Wir sind da. Fahr hinten rein. Erreiche Zielort. Da. Jetzt? Okay, wir müssen in Konvoi fahren. Eskortiere den Politiker. Ach so. Warum bremst der denn immer? Wir müssen weiter weg. Du bist zu nah. Ach so, oh. Vielleicht bricht das ab. Oh, oh Gott, das war schon rot. Wie fährt denn der Politiker, Alter? Ich weiß es nicht. Kannst du nicht gleich mal nach vorne gehen, um zu gucken, wie der aussieht? Ich habe mein Kind schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Warte, ich kann ja... Warte mal rüber. Ah, ja. Man sieht nichts. Egal, wie sehr man reinzoomt. Krass. Es sind nur Pfannkuchen. Guck mal, auch das grüne Auto. Irgendein Pfannkuchen fährt das... Oh. Alles gut. Oh, jetzt überholt er. Oh, was macht er denn? Ja, keine Ahnung, der kann sich auch nicht entscheiden. Okay, alles ist gut. Aber echt schön, wie unauffällig ihr das macht. Ja, das wird klasse, Alter. Hast du gerade Angst vor der Polizei, obwohl du die Polizei bist? Ja. Okay, interessant. Wir fahren 40 km/h auf der Autobahn. Hier ist, da sieht man das, 120 ist erlaubt. Ja, er hat halt Angst. Ich mach mal Sirene an. Nee, fahren auch nicht schneller. Nee, bringt nichts. Alter Vater. Warte mal, wie viele Meter denn? Ich weiß nicht, wo wir genau hin müssen. Kannst du den nicht irgendwie von hinten rammen und an stupsen? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das klappt. Ja, woher hast du das Spiel? Das gibt's auf Steam. Das kostet, glaube ich, sogar 30 Euro. Und das macht auch Spaß, aber das ist echt eine Scheißmission. Ach, und dafür holst du mich dann wieder, ne? Ja, ich wusste doch nicht, was für eine Mission kommt. Ja, genau. Aber ist nett. Ich fahr mal vor. Dass du das extra so planst, dass ich mein Kind sehe. Ich fahr einfach mal vor, vielleicht fahren die jetzt schneller. Bestimmt. Warte jetzt. Oh! Du weit! Oh Gott! Oh. Hält doch an! So. Du hast doch gelübt. Oh. Okay, alles gut. Fahr jetzt. Komm. Oh, da kann man ein Handy kaufen. Das könntest du eigentlich mal machen, ne? Also, dass du mir eins kaufst. Als Belohnung. Okay. Weil ich so toll mitgemacht habe. Ich hoffe, man sieht jetzt gleich wieder den Zug, Alter. Du musst mal gleich rechts drauf achten auf den Wald. Ich hoffe, er kommt nochmal. Bitte, komm vorbei. Warum denn? Da, guck ihn dir an! Yo. What? Was? Was ist denn los? Ich weiß es, aber bitte, er soll nochmal kommen, Alter. Bitte? Sehen wir ihn nochmal. Er kommt auf jeden Fall nochmal, wenn er jetzt gerade schon so oft kam. Da ist er wieder. Zack, Alter. Die Deutsche Bahn. Bitte mit dem Spiel. Oh, hoffentlich fahren sie da vorne auf dem Rastplatz. Bitte. Wagen 2, könnt ihr übernehmen? Hast du wieder Durchfall? Das Spiel gibt mir Durchfall, Alter. Auf einmal kommt was. Auf einmal ist ein Mount Everest vor uns. Oh, da fehlt ja ein Berg. Blub. Und direkt an dem Berg so ein Atomkraftwerk. Ja, es bleibt sich treu, also... Ja, fährt 2 km/h. Ja, wenn er sich nicht traut, wenn er gerade den Führerschein neu hat? Was ist das denn für ein Politiker, dass der so eine Eskorte braucht? Ich weiß es nicht, ein berühmter. Ach, mein Kind, einfach der Boss. Das Kollege. Ach, guck mal, hinter uns ist auch noch Puisai. Ramm den. Nein, sinnigen Industriestädte. Gute Arbeit. Das war souveräne Arbeit. Ja. Was denn? Er hat sich wegteleportiert. Hä? Wir haben es geschafft. Ja, aber ich will ihn noch sehen. Jawohl. Mann. Und direkt wird wieder Gas gegeben, Alter. Direkt Gas. Zack, Alter. Ich finde das nicht in Ordnung. Nur 9%. Okay, wir gehen wieder zurück. Kade, direkt wieder zurück nach Nissen. Ja. Zack, Alter. Mit Alt aktivierst du deinen Polizeisinn? Da passiert nichts. Aber ich hab direkt wieder eine neue Mission, Alter. Warte. Eingepackt. Perfekt. Komm mit, Manuel. Ja? Wir ziehen uns jetzt erstmal... Ja. Die Türen sind vor allen Dingen immer so. Ist da jemand... Nee, ist niemand drin. Warte. Falscher Raum. Ich werde so eine Beschwerde schreiben, ne? Warum? Weil ich extra mitfahre, um da irgendwie mal was zu sehen und da passiert da nichts. Umziehen. Uniform. Tada! Oh ja. Zieh dir das mal rein, ne? Ich hab eine krasse Uniform. Ich bin ein krasser Boss. Ich wette mit dir, dass du morgen wieder einen neuen Job hast. Wow, nein! Ich werde den ewig behalten. Ja? Hat der einen Auftrag? Nee. Bäcker, hast du einen Auftrag? Nee. Was für ein Bäcker? Ja, das ist mein Chef. Ich bin ein Chef. Nein! Du bist nur ein Stinkarsch. Was? Warte, hier? Ah, ich glaube, ich muss mit dem reden. Warte. Nee. Hä? Wer gibt mir denn hier eine neue Mission? Die hier unten? Ja! Im Keller? Ja, hier. Die. Alter, oi.
Ui. Hallo. Okay. Gut, dass Sie da sind. Ja. Ich habe Ihre Informationen Drogentransport. Drogentransports verwendet. Endlich. Und die Aufnahmen der Autobahnkameras ausgewertet. Tatsächlich haben wir den Laster mit dem besagten Symbol gefunden und seine Routen in den letzten Wochen nachvollziehen können. Oh. Ich glaube zu wissen, welche Strecke er nehmen wird, um die Drogen zu transportieren. Und jetzt kommt das Beste. Ich habe den LKW im Live-Betrieb gefunden. Und wenn meine Vermutungen stimmen, ist er im Moment auf dem Weg zu einem bestimmten Rastplatz, an dem vielleicht eine Übergabe stattfinden wird. Sie sollten sich so schnell wie möglich auf den Weg machen. Wenn Sie in Ihrem Fahrzeug sind, haben Sie die Koordinaten schon auf dem Navi. Danke! Denken Sie noch daran, sich umzuziehen und den zivilen Einsatzwagen zu nehmen. Oh. Wir wollen doch nicht auffallen, nicht wahr? Gute Arbeit. Wir machen uns schnellstmöglich auf den Weg. Ja, machen wir. Auftrag wird angenommen. Zack, Schnitzeljagd 3. Ich will aber ins Bett, Palette. Nimm mich nicht mit, bitte. Ja, okay. Ja, schon warte. Alt. Ja, dann ich zieh mich schnell um. Zack. Zivilkleidung an. Okay. Immer undercover. Schnell noch ein Donut. Ganz schnell. Noch das Klischee erfüllen? Ja. Von Ihren Donuts kann ich nie genug bekommen. Haben Sie etwa einen für mich? Ein leckerer Donut zum Genießen. Danke. Danke sehr. Zack. Guck dir die doch mal an, Alter, die geilen Donuts. Da will ich mich suhlen drin. Ach ja. Oh. Ja, hast du ja auch, ne? Also ist ja 2 Tage her, 3, 4. Ja, war klasse. Okay, Manuel. Du darfst jetzt ins Bett gehen. Meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge vom Autobahn-Simulator. Vielen Dank an German Let's Play fürs dabei sein. Er ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Beim nächsten Mal geht es dann an den Drogentransporter. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.